Hi und damit herzlich willkommen zurück zu Part 13 von Dead Space 1 und mein Name ist Rusty und in der letzten Folge haben wir endlich erfolgreich das sogenannte AAS, das Asteroidenabwehrsystem des Schiffs, in Betrieb gesetzt und dachten, dann wäre alles tutti auf diesem Schiff, aber das war natürlich nicht so. Irgendein Spacko von dieser Unitology-Religion dachte sich, oh, da ist jemand, der repariert das Schiff, der bringt alles wieder in Ordnung, den fick ich doch. Und hat sich mal eben entschlossen, die Lebenserhaltungssysteme des Schiffs zu sabotieren und irgendwie alles mit diesem organischen Zeug da, von diesen Aliens, was auch immer, voll zu kleistern und zu vergiften. Und jetzt müssen wir ein Gegengift quasi herstellen, um diesen Organismus quasi zu vernichten. Hat ja auch alles schön dekoriert mit Kerzen, mit Lampenlicht, soll ja irgendwie Kerzen imitieren, genau. Irgendwie so eine Büste hier aufgestellt, um mich zu verarschen und hat irgendwie gesagt, ich soll mich bloß nicht Gottes Plan in den Weg stellen, wo ich mir so denke, alles klar. Mecha Zicke Kendra und der liebe Hammond helfen uns natürlich nach Kräften und ja, ich muss hier lang, oder? Ja, dann wollen wir doch mal sehen. Ah, geil, was das so bringt. Das klingt nach Baby, hallo Baby. Gestern. Vielen Dank. Aber irgendwie... Boah, ich wusste, dass das nämlich alles hätte sein können. Na komm. Meine Güte. Was ihr jetzt immer wissen wollt. Irgendwie... Na, ich dachte mir so nach dem ersten, das konnte es noch nicht gewesen sein. Credits und Ripperkling. Warte, wie viel haben wir denn jetzt gerade im Inventar? Puh, wieder eine Menge. Okay, ich glaube, Ripperkling verkaufe ich dann demnächst mal. Da hinten ist wieder die Stelle, wo ein werter Herr sich dachte, er müsse seinen Kopf gegen die Wand schlagen, um die Wand zu verschönern vielleicht sogar. Mal sehen. Wie geht's jetzt weiter? Wird es da wieder laut in dem Raum? Ich hoffe nicht. Ja, man weiß in diesem Spiel ja nie. Okay, das Ding da eskaliert mal eben. Ach ja, in dem Raum waren wir schon drin. Können wir aber wieder... Oh, hi. Können wir wieder rein? Ist die Frage, warum wir das tun? Oh, wow, so. Schon gefragt. Ich hier die Tür auf. Ich habe mich überlegt, wir sind ja schon mal so Viechern begegnet, die aus Leichen diese schwarzen Zombies herstellen. Und vielleicht können wir dem ja entgegenwirken, indem wir die Leichen zerstückeln. Wer weiß. Wir werden es herausfinden. Na gut, hier ist ein weiterer offener Schrank. Der war beim letzten Mal noch nicht offen. 1000 Credits nochmal, nehmen wir gerne. Alles klar, und weiter geht's. Wie viele Knoten haben wir? Ein. Lohnt sich noch nicht, irgendwas aufzurüsten. Oh, guckt euch das an, überall diese schönen Lampen. Ich könnte echt kotzen, so glücklich. What the f... Seht ihr das da hinten? What the fuck is that? Was zur Hölle bist du? Oh, ist das ekelhaft. Okay. Au! What the fuck? Okay, und das ist tot. Der hat dann noch einen von Auflage. Oh, und die explodieren, alles klar. Ich bin jetzt einfach mal so frei nach alter Manier, wie wir es kennen, hier die Tentakel abzutrennen. Und der den Arm abzutrennen. Lebt es noch? Okay. Jetzt kommt der Arm hervor. Jetzt scheint es tot zu sein. Au! Au, das tut weh! Lass doch mal die Scheiße. So, und der hatte doch... Ja, genau, da hat er... Aua! Das ist nicht mehr witzig! Hört auf, Sachen nach mir zu schmeißen. Ihr seid eklig. Und dann explodiert hier auch noch. So, ist ja ekelhaft. Noch eine Leiche? Ich will auf keinen Fall, dass hier noch mal von diesen schwarzen Viechern...
Ich habe nichts gegen Dunkelhäutige oder Schwarze. Ich bin ein absoluter Antirassist. Rassismus ist für mich eine der schlimmsten Dinge dieser Welt. Da können wir aber uns zu späterer Gelegenheit ein bisschen mehr drüber schnacken. Naja. Aber diese, ja, irgendwie schwarz verkrusteten Alien-Viecher sind einfach extrem unangenehm. Eine Erfahrung, die ich nicht gerne, nicht häufig machen möchte. Oh, wow. Hier ist ja komplett alles für den Arsch. Was ist hier? Oh, okay. Was ist hier los? Oh, hi, wow. Erschreckt mich doch nicht so. Achso, der Arm ist schon ab. Sind wir hinter uns? Nope. Ja gut, aber bisher ist das ja noch sehr entspannt hier. Zeberstraße, glaube ich, ne? Ja, oh, genau. Genau da, wo ich dich nicht haben will. Vielen Dank. Jetzt müssen wir eben warten. Ich glaube, ich bin gerade so ein bisschen unlustig, kann das sein? Ja, und jetzt. Da liegt noch eine Leiche. Alles klar. Also ich meine, wer auch immer hier alles so mit diesen Lämpchen dekoriert hat, hat auch natürlich dann die ganzen Leichen hier überall deponiert. Die waren vorher noch nicht da. Also, wer zum Fick macht sowas? Schnell. Okay. Du bist in der Nähe der Chemiestation. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. Ernsthaft? Eine Probe des außerirdischen Gewebes? Da brauchst du einfach nur zu einer der Leichen hingehen. Na gut. Who am I to judge? Tödliche Hingabe, ja, da waren wir. Alles klar. Weiter geht's. Es ist, also ich weil ich gerade mal so ein bisschen verwirrt bin, gucke ich einfach mal jetzt auch nochmal unsere Aufgabe nach. Chemikalien finden, alles klar. Absolut klar. Diese Aufgabe. Okay. Irgendwie habe ich ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Chemie. Ja, nee. Das wäre ja noch viel zu einfach gewesen. Chemisches Forschungslabor. Alles klar. Aber mit so wenig Lebenspunkten, wenig in Anführungsstrichen, möchte ich da nicht wirklich hin. Ja, wow, das hat jetzt viel gebracht. Was soll's. Gehen wir mal. Ich bin total nervös. Ich bin richtig hart nervös, aber ich weiß nicht warum. Dieses Spiel, das schafft es einfach immer wieder. Okay. Okay. Auto. Hey! Persönliches Logbuch von Dr. Charles Mercer. Ich habe jetzt einen lebendigen Probanden für meine Studien. Ich kann es kaum erwarten, meine Gewebe-Regenerationstheorie zu validieren. Anfangs war es schwierig, ihn ruhig zu stellen. Aber jetzt scheint es ihm gut zu gehen. Er vertraut mir, Dr. Kain. Er hat sein Leben mir anvertraut. Er versteht, welche Rolle er einnimmt. Versteht, was ich tue. Die Stirn wurde desinfiziert und markiert. Und ich versuche jetzt, einen Kanal zu schaffen, durch den ich das Gewebe einführe. Ja, das klingt absolut nach einem total freiwilligen Probanden, der da richtig Bock drauf hatte. Nicht. Dann, once more into the breach. Why not? Why the fuck not? Oh. Okay. Oh, das sieht ja absolut einladend aus. Oh, toll. Kann ich mich hier frei bewegen? 1000 Credits nehmen wir gerne. Schema Energie für die Energiekanone. Okay. Hab mich schon gefragt, was das ist. So. Irgendwas sagt mir, dass irgendwas an diesem Raum irgendetwas triggern wird. Ich frage mich nur, ist das der Knoten da? Würde ich bezweifeln. Wahrscheinlich der Computer. Oder wenn ich hier ans Fenster... Nein. Okay.
Ich nehme mir jetzt einfach mal den Knoten da. Das kann ja nicht schaden. Was zum Fick bist du? Das ist echt gruselig. Weil das ist ja einfach nur eine Leiche. Aber was zum Teufel? Also das sieht aus wie einer von den Typen mit den Riesenarmen. Nur irgendwie viel größer. Ja, wir müssen an den Computer. Oh Gott, ich bin so aufgeregt gerade, Mischer. Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten. Mischung des Antigens beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Okay, ich entnehme mal die Kapsel. Was machen Sie? Ihr Kampf ums Überleben ist bewundernswert, aber sinnlos. Und doch machen Sie weiter. Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung, unsere Spezies. Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten? Hören Sie auf, herumzulaufen, zu kämpfen. Unsere Zukunft, Ihre Zukunft, die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Oh, okay, es ist wach. Wow, shit. Okay, ich gehe dann einfach mal so. Ah. Okay, er bewegt sich immer noch. Das gefällt mir gar nicht. Oh mein Gott. Alles klar. Der Junge regeneriert sich nicht. Ja, und so wie das aussah, gehe ich mal davon aus, dass ich dann ihm keinen Schaden zufügen kann in der Zeit. Du kannst es nicht töten, Isaac. Es regeneriert sich immer wieder. Verschwinde da bloß. Mach schon! Okay, ja, danke, aber wie? Oh, okay, die Tür ist offen. Die Tür ist offen, die Tür ist offen, die Tür ist offen. Oh mein Gott, verpiss dich. Lass mich in Ruhe. Ah, geil, der Aufzug. Kann die Tür bitte zu... Oh, shit. What? Ist da jemand? Wiederhole, Isaac, komm! Kendra, ist da jemand? Hammond, wo zum Henker waren Sie denn? Oh, shit! Ich hab die Hydrostation erreicht. Sieht übel aus hier unten. Ich kann kaum atmen. Dieser organische Stoff ist überall. Meine Augen brennen. Ich sehe Dinge. Ja, Dinge sehen tun wir auch. Aber Dinge, die uns nicht wirklich gefallen, muss ich sagen. Zumindest mir nicht. Ich weiß nicht, ich kann da ja nicht für euch reden. Okay. Das Vieh scheint also reichlich sauer zu sein. Wo müssen wir hin? Karte. Karte, Karte, Karte. Okay, wir müssen... Oh mein Gott. Eine DNS-Probe finden ist ganz da hinten hin. Okay, ich möchte dem Viech jetzt nicht nochmal begegnen, deswegen renne ich. Oh, fuck! Oh mein Gott! Das war gemein. Ich hab keinen. Okay, aber das hier scheint ein sicherer Raum zu sein. Hier scheint nämlich nicht hinkommen zu können. Oder ist auch nicht zu tun. Deswegen nehmen wir uns mal eben schnell Zeit für die Werkbank hier. Oh Gott, halt die Fresse. Er klingt, als sei er ganz nah. Er klingt, als sei er verdammt nochmal ganz nah. Ich will eine kürzere Nachladezeit. Habe ich jetzt einfach mal beschlossen. Ne, also ich weiß, es klingt so, als wäre er direkt über mir, neben mir, hinter mir in der Wand. Aber irgendwie scheint das ja gescriptet zu sein, dass er hier nicht hin kann. Na egal. Wir müssen weiter. Wir haben keine andere Wahl. Wie viel Munition haben wir?
Oh, wir brauchen dringend Plasma-Cutter-Munition. Dringendst. Oh Gott! Hi! Nee, doch nicht. Was denn jetzt? Ja oder nein? Okay, dann halt nicht. Wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Goddammit. Also meine Nerven sind gerade aufs Äußerste gespannt. Heilige Scheiße. So sehr gut. Jetzt hab ich... Alles klar. Dankeschön. Bitte sag mir, dass ich in der Lobby in Ruhe bin. Ich meine Ruhe habe. Du musst jetzt eine DNS-Probe der Wucherung finden. Laut den Laborberichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen. Alles klar, super. Jetzt zu dem... Holy shit. Also, genau, was ich noch sagen wollte. Oh, halt die Fresse. Also bei Dr. Mercer vorhin, da hatte ich auch das Gefühl, die Lippensynchronisation in diesem Spiel ist nicht so ist nicht so hundertprozentig astrein. Aber ist halt ein englisches Spiel, was soll man machen, ne? Und der Untertitel war auch vielleicht ein bisschen langsam. Kann sein. Müsst ihr mir sagen. So, und jetzt haben wir das. Genau. Kaufen wir uns nochmal was. Ja, wir kaufen uns nochmal ein Päckchen. Ich habe gerade das Geld und ich brauche keine. Ich brauche keine weitere Waffe. Strahlenmunition. Und ich glaube, das war dieser Dr. Mercer, den wir da gerade getroffen haben. Dieser verdammte... Ja. Dieser verdammte Fanatist. Aber was soll's. Was auch immer. So, ich habe jetzt das mittlere Medipack mitgenommen, weil ich uns das einwerfen will. So, und wir müssen... Ha! In die gute alte Intensivstation. Hurra! Ha, ha, ha. Ganz ruhig. Ist nur ein Gegner wie jeder andere, dass er wieder aufsteht. Da musst du einfach nur schnell rennen. Okay, los geht's. Ist echt sauer, der Junge. Der ist hart sauer. Oh, kommt da wieder so ein Arm raus? Anscheinend nicht. Alles klar. Boah, wenn ich dir diesen Dr. Mercer in die Finger kriege, zerfick ich ihn aber. Persönlich. Hi! Ihre Beharrlichkeit erstaunt mich. Sie klammern sich an den allerletzten Strohhalm und lassen einfach nicht los. Sie halten an dem fest, was einst ihre Welt war. Aber sie gehört jetzt den Kindern. Freuen Sie sich über das Wissen, dass ihr Tod ihre Geburt bedeutet. Psst. Hören Sie es? Es kommt. Bitte. Und er geht mal ganz chillig seines Weges. Er hat ein cooles Rig, das muss ich ihm lassen. Aber geil. Na cool. Und jetzt? Jetzt kann ich da rein. Toll. Haha, danke. Ja gut, da drüben sind nochmal zwei offene Schränke. Und, okay. Ich frage mich auch, wie dieser Dude sich hier so offen bewegen kann. Und ich das nicht. Oh, yay. Hier ist wieder Lichtspielhaus am Werk. Oh, hi. Oh geil, er hat seine Freundin mitgebracht. Besser gesagt, seine Freundin. Oh shit. Wird jetzt nur da sein. Wow, was? Das ist noch. Er ist neben mir. Hi. Oh, und er hat geleuchtet. Oh, das hinter mir sitzt auf. Geil. Oh, fuck me. Alter, hier ist ja richtig coole Stimmung. Krasse Party und so. Ich wünschte, ich hätte gerade irgendwelche Granaten oder so. Das wäre nice. Okay, das wird wieder eine Folge mit Überlänge. Merke ich schon. Ich möchte jetzt hier erstmal. Okay, was haben wir da? What? Was? Du bist ein Baby. Ich
nicht erst gemerkt. What the fuck ist das? Ist das irgendwie ein Handkissen? Okay, das war das Baby. Oh, da ist ein Schuss. So. Irgendjemand fährt ständig die Türsteuerung runter. Ich habe das Schloss jetzt überbrückt. Das bringt nichts. Okay. Gut. Ich gehe ja schon. Er ist drin. Oh mein Gott. Das war Klose. Das war richtig mir, Ruslav. So viel auf dem Linie, glitch. Oh mein Gott! Holy shit! Wie zum Teufel hat er das jetzt gemacht? Kann der Level an den Decken gehen? Sekt. Nee, nicht so mit mir, mein Freund. Oh, warte, ich hab eine Idee. So, und jetzt. Ach, Bitch. Tschüssi. Und jetzt laufen. Laufen. Warte, jetzt kommt irgendwas irgendwo her. Oh. Wow, ja, genau. Okay, es scheint wieder Ruhe eingekehrt zu sein. Halleluja. Ein bisschen Stress ablassen. Und entschuldigt, dass ich ins Mikro puste, aber jetzt gut. Da hinten steht jemand. Was habe ich jetzt im Inventar alles? Okay. Ich muss echt irgendwie auf den Rapper vielleicht umsteigen. So, da drüben gehen wir nicht wieder hin. Da ist unser Mr. Bombastisch. Hier sind nochmal zwei offene Schränke. Halleluja. Flammenwerfer und Ripper-Munition. Plasma-Cutter ist jetzt echt... Ah. Da gehen wir nicht nochmal hin. Hab ich gerade schon gesagt. Entschuldigt, ich bin gerade total durch den Wind. Wow. Was zum Teufel war das? Warum macht plötzlich irgendwas... Das geht nicht einfach so. Okay, das sieht nicht schon mal nicht nach Dr. Mercer aus. Hallo, kann man Ihnen irgendwie helfen? Alles klar. Kann auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich auf sie schieße. Nein, ich tue es nicht. Die arme Frau. Was kann die denn dafür, dass sie durchgedreht ist? Jetzt bin ich auch schon so anzulachen, ey. Ist ja schlimm hier. Schlimm sowas. Schlimm. Ja, wir müssen da rein. Ah, warum ist denn kein Zwischen... Speicher. Ach ja. Hier, daran erinnere ich mich auch noch. Die Tussi von vorhin. Die durchgedrehte Ärztin. Und nochmal Ripperkling. Warum kriege ich jetzt so viele Ripperkling? Ich kann sie beim besten Willen gerade nicht gebrauchen. Let me save. Oh, ich habe vergessen, bei dem Dings zu speichern, merke ich gerade bei dem... Ja, scheiß drauf. Bei dem zwischendurch, als ich nochmal in der Lobby war. Wow. Ja gut, und wir haben jetzt schon 24 Minuten drin. Und das war eine sehr stressige Folge, deswegen würde ich sagen,
war es das für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Und ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bye.